Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem kurzen, schnellen Video zwischendurch. Mach mal Licht an. Und zwar, gut, zwei Videos. Einmal zu dem und einmal zu dem, denn ich war wieder shoppen. Wie ihr seht, ich habe hier schon alles weihnachtlich eingerichtet, auch da oben ist. Und der Weihnachtsbaum steht auch schon. Und am Fenster auch. Haufen Klimbim, also für mich muss die Scheiße nicht sein. Dreimal könnt ihr raten, warum ich das gemacht habe. Ja. Und ich möchte euch zeigen, ich war shoppen. Ich habe mir einmal noch mal eine 40er Lichtkette geholt, hier so ein LEDs. Die wurde auch getestet. Die geht auch, da so eine kleine sind das. Ist auch so gelblich angeblich. Oh Scheiße, jetzt habe ich keine Steckdose mehr frei. Gelblich so das Licht, hoffe ich. Also sah jedenfalls so etwas gelblich aus im Laden. Nur hoffe ich, das klappt auch so. Weil bei meiner Lichterkette überm Fernsehen, die da, das war eigentlich nur so aus Gag gedacht, weil ich musste die irgendwo hinmachen und ich habe gedacht, na, so ein bisschen beleuchtet, ist ein bisschen Licht, muss ich nicht immer alles anhaben. Und jetzt ist die immer an. Und da sind schon zwei, drei durch und deswegen habe ich mir auf Reserve jetzt noch mal eine 40er geholt, die ich dann wieder da hinhängen kann. Dann habe ich so, mir Brise OneTouch geholt hier. War ich bei Repo. Da habe ich mir das Ding geholt, habe ich zweimal geholt. Weil, und hier bei Netto habe ich mir nochmal Kirschblüte geholt, weil Kirschblüte riecht richtig geil. So, das ist Brise OneTouch, oder? Wolf. Vorteilspack. Nee, ist nicht Brise, das ist irgendwas Jola, keine Ahnung. Irgendwelche Firma. Hat bezahlt, was hat bezahlt? Pro Ding 4,49 habe ich bezahlt. Seht ihr das? Und zusätzlich habe ich mir noch geholt für 1,69 Kakao-Vanille. Weil ist ja jetzt Weihnachtszeit und da dachte ich mir, so ein bisschen Kakao-Vanille kommt auch nicht schlecht. So. So, und das ist es. Hier hinten ist so ein Schalter. Sieht doch schick aus. Besser als so ein weißes Ding, was man sich dann irgendwo hinstellt. Ich wollte eigentlich eher das, was so aussieht wie so eine Art Baumstamm in dunkelbraun. Aber das hatten sie nicht mehr. So. Gladle, keine Ahnung. Ach, deswegen hat das nicht gegangen, das hat das Zettel schon drauf. Hier ist aber kein LED oder irgendwas dergleichen. Schon leer oder was? Achso, da unten ist off. Hm. Das riecht ein bisschen wie, weiß ich nicht. Das riecht jetzt nicht so toll, aber es war halt gratis mit bei.
So, jetzt ist es richtig drin. Der hat nicht mal genug Kraft, um dann zu sprühen. Herrgott, Kruzifix Türk nur eins. Eigentlich habe ich immer Batterien da. Hoppala. Kaufst du was? Da will ich mich gleich beschweren gehen. Gleich Montag bin ich dann da und beschwere mich, was die Scheiße soll. Ob sie mich verarschen wollen. Süßer, damit geht's. Puh, das riecht aber ein bisschen sehr künstlich. Ich habe eins in der Küche, das soll in den Flur kommen. Dann brauche ich natürlich für die Küche neues. So, das kann man gleich rausnehmen. Da scheint er zu gehen. Ich bin gespannt. Ja, riecht nach Schokolade. Jetzt muss ich mir nur überlegen, welches ich jetzt hier anlasse. Ich kann ja beide hier hinstellen erstmal. Ich mache erstmal Schoko, lasse ich erstmal an. Und zwar sage ich dann, alle 36 Minuten soll er da pusten. So. Und... Aua! Aua! Puh, jetzt stinke ich hier nach Schoko. Und Pfirsich kann ich hier erstmal aufmachen, ausmachen. Dann habe ich hier Beete erstmal und stell mir die... Warte, da muss ich mal das abmachen. Ach, dann suchen wir mal einen Platz aus, würde ich sagen. Würde ich jetzt so sagen... Stellen wir die mal einfach so hin, dann pusten sie beide in der Mitte vom Raum, dass es sich so verteilen kann. So, dann haben wir das schon mal dahingestellt, der pustet dann beide in Mitte des Raums. Oh, riecht alles nach Schoko jetzt. So, und dann habe ich mir noch geholt, zusätzlich hier, Magnolie und Kirsch habe ich mir dann noch geholt. Dann habe ich praktisch hier, ich habe jetzt hier erstmal den braunen Deckel drauf gemacht, hier noch mal das chemische Zeug, im Badezimmer, in der Küche ist sowieso noch Kirsch drin und dann habe ich noch die Beeren, also habe ich erstmal eine Weile was. So. Aber halbleere Batterien, ey, das ist doch scheiße. Oder vollleere Batterien, die ich da gekriegt habe, ist doch kacke. Macht doch so gar keinen Spaß. So. Und das legen wir erstmal hier rüber. So. Das soll es jetzt auch soweit zu dem Video erstmal gewesen sein. Ich mache jetzt gleich noch ein Unboxing mit euch und dann geht es aber wirklich gleich los. Weil ich habe meiner Tochter versprochen, dass wir heute essen gehen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Wir werden gleich zum American Diner gehen und schön essen. Vielleicht mache ich noch ein paar Fotos und werde die bei Facebook hochladen. Ja, bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi. Sagt euer Odin.